in Jurassic World Evolution 2. Ich möchte zumindest mal schauen. Okay, wir müssen noch 5 Minuten warten. Ich möchte zumindest kurz schauen, wie die erste Kampagne halt ist oder zumindest das Intro, das erste Level mal kurz bisschen reinschmökern und gucken, ob das Spiel wirklich so viel schwieriger wird, wie Alchik es prophezeit hat mit Management, Parkmanagement und Personalmanagement. Ich hoffe natürlich nicht. Kein Problem, Alchik. Kannst es ja im schlimmsten Fall, wenn du möchtest, nachschauen. Ansonsten denke ich mal, wenn es gut ist, werden wir es uns auf jeden Fall nochmal am Stream anschauen. Mit Karriere am besten anfangen, da lernt man einiges. Okidoki, dann machen wir das. Komm gut nach Hause. For the best time ever. Ansonsten kann ich mich in der Zwischenzeit auch nochmal bedanken bei allen Leuten, die so von quasi 0 auf 100 wieder mit dabei sind, subben, im Chat mit aktiv sind. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist wirklich nichts, was ich für selbstverständlich nehme. Ganz im Gegenteil, dass ihr so wieder mit am Start seid, berührt mich sehr und hätte ich im Leben nicht erwartet, dass so viele von euch sich auch wieder freuen, dass ich da bin. Ich weiß, dass ich von vielen, wie gesagt, eben so Nachrichten bekommen habe. Oh, Becky, bitte hör nicht auf. Und dass jetzt wieder so viele von euch mit am Start sind und es quasi nicht nur leere Worte waren. Echt insane. Ja. Könnt ihr euch noch beginnen schon mal. Große Liebe und Herzen an euch selbst. Definitiv. 10.000 Zeichen waren das ja nur. Ja, ich, dass von euch nicht leere Worte sind, ist mir schon klar. aber man schreibt ja schnell mal was auf Social Media, sei es nett oder böse. Das geht ja recht flott. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass bei sehr, sehr vielen wirklich wahre Worte waren. Und das macht es noch besonderer. Ich habe mich ja damals schon so gefreut über die vielen Nachrichten, wo ich dann echt nochmal überlegt habe, war es eine gute Entscheidung oder nicht? Und ja, deswegen jetzt quasi noch um einiges intensiver viele Nachrichten. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen Verbindungsprobleme. Es kann sein, dass wir ein bisschen laggy sind. Falls ja, tut es mir leid. Also mein OBS zeigt mir gerade an, dass ich ein paar Frames droppe. Ich hoffe, es ist nicht so dramatisch. Wahrscheinlich, weil gerade das Jurassic World auch noch hier aktualisiert. Okay, was passiert jetzt? Ah, jetzt muss noch irgendwas entpacken. Okay. Dann entpacke mal Spiel. Mache ich jederweil noch ein bisschen Musik an. Glaube ich. Funktioniert das auch. Bei euch leckt nichts. Okay. Das ist gut. Dann zeigt mir nur mein OBS an, weil das, wisst ihr, dieses grüne Symbol, das eigentlich immer zeigt, deine Verbindung ist stabil, ist jetzt wieder so. Grün, gelb, rot, rot, gelb, gelb, grün, grün, rot, rot, gelb, grün, gelb, rot, rot, grün. Und deswegen war ich jetzt kurz ein bisschen. Nicht, dass ihr die Hälfte von dem, was ich sage, gar nicht mitbekommt. Das wäre sehr sad. Aber wisst ihr, was ich in der Zwischenzeit. Ah, nein, jetzt wollte ich gerade sagen, ich wollte euch ja gestern schon noch was zeigen. Aber jetzt ist das Spiel schon fertig geladen, ja. Na wunderbar. Dann müsst ihr heute wohl meine Instagram-Story sehen. Das jetzt? Es ist sehr laut. Heilige Scheiße. Ich weiß gerade gar nicht, ob ihr das überhaupt gehört habt. Für mich war das gerade ultra, ultra laut.
Ich muss aber nochmal kurz wechseln, weil ich weiß jetzt, das ist sehr interessant. Ich heißt, ich muss jetzt für jede App einzeln einstellen. Jetzt muss ich sagen, das ist Game. Ah ja, weil jetzt kann ich das mit dem Game. Oh, das ist schon cool. Das ist. Langsam checke ich, dass das Go XLR immer mehr. Hattet ihr jetzt Musik gehört? Weil für mich war es urlaut. So, und jetzt kann ich nämlich. Ja, okay. Mit dem Story-Modus anfangen. Oh, eine schöne Musik. Ich liebe Jurassic Park. Ich habe erst letztens wieder Jurassic World geschaut. Es ist einfach so gut. Ein bisschen leiser. Sehr gut. Okay. Dann lasst uns reinstarten in die Story-Kampagne von Jurassic World Evolution 2. Jurassic World. Hier beginnt unsere Geschichte. Ein wissenschaftlicher Durchbruch, ohne jede Rücksicht auf die Konsequenzen. Die Natur nahm ihren Lauf und entfesselte Chaos. Diesmal hatten wir eine noch größere Illusion von Kontrolle. Und das Chaos war noch viel schlimmer. Und kurz wussten wir wieder, wie wertvoll das Leben ist. Aber im Lauf der Zeit verblassen die Erinnerungen an den großen Kontrollverlust. Und Ehrgeiz kann sehr hartnäckig sein. Oh ja. Für die zurückgebliebenen Saurier verlor die Zeit an Bedeutung. Von Wundern der Wissenschaft zu Objekten der gnadenlosen Ausbeutung. Vielleicht sollten wir sie überdenken. Die wahre Natur der Natur. Ein endloser Zyklus mit nur einem Ziel. Überleben. Und das heißt, Saurier und Menschen müssen einen Weg finden, ihre Differenzen beizulegen. Wie kann man den Sound vom Sprecher so leise machen und alles andere so laut? Ich hasse etwas, wenn Sachen schlecht abgemischt sind, kriege ich wirklich. Aber gut. Kampagne Arizona ist unser Dingens. Ich werde Untertitel gleich anmachen, damit ihr auch nichts überhört. Okay, aber warten noch bis alles. Ist eine Wüste nur ein Ödland. Dort leben nur die anpassungsfähigsten Lebensformen. Doch vor Millionen von Jahren gediehen in diesen Gegenden Lebewesen. In Anbetracht der geologischen Geschichte hier ist es daher gar nicht so abwegig, dass Saurier im Gras rumlaufen. Die aktuelle Situation, freilaufende Saurier, ist für die Verantwortlichen unhaltbar. Nun, diejenigen, die denken, sie hätten die Verantwortung. Wir haben also ein Problem oder eine Gelegenheit. Saurier-Wohlanlage. Nun, hier kommst du ins Spiel. Sie haben meine Warnungen früher schon ignoriert. Aber vielleicht wird es dieses Mal mit dir anders sein. Ich nehme die Ungewissheit in Kauf. Ja, Mann! Mit mir wird alles anders sein. So, nehme ich als erstes Audio. Sprachleute. Während Gesprächen andere Töne stummschalten. Wäre vielleicht. Oh, streamen, lizenzierte Musik stummschalten. Ich glaube, das ist schon zu spät. Aber seht ihr da irgendwo? Oder vielleicht bei Anzeige? Nö. Gameplay. Bei Audio ist doch normalerweise Sprachlosigkeit. Barrierefreiheit hier. Untertitel aktivieren. Passt. Ich glaube, das sollte alles so hinhauen. Okay.
Missionsbesprechung anhören. Mache okay. dich mit der Kamerasteuerung vertraut. Ich schätze, es wäre angebracht, wenn ich mich vorstelle. Ich bin Cabot Finch. Ach, der schon wieder. Stellvertretender Direktor der US-Naturschutzbehörde. Ich weiß, das klingt wichtig und das ist es auch. Aber verlieren wir uns nicht zu sehr in Titeln und Organigrammen. Ich mache es einfach. Sie arbeiten für mich. Sehen Sie? Nichts dabei. Sie nichts werden dabei. Mit den Experten arbeiten. Das sind Claire Deering und Owen Grady. Und ja, wir haben direkte Erfahrungen mit den Sauriern gemacht. Ich bin die ehemalige Leiterin von Jurassic World. Owen und ich haben dabei geholfen, den Park zu errichten. Und leider waren wir auch bei seiner Zerstörung anwesend. Ja. Und da ist Owen. Er arbeitet mit den Velociraptoren. Velociraptor. Man könnte mich ein Saurier-Cowboy nennen, aber offiziell bin ich Tierverhaltensforscher. Ich habe gerade eine Vertrauensbasis mit ihnen aufgebaut, als das losging. Okay. Wir müssen sofort ein paar Dinge in die Wege leiten. Okay. Beginne mit einer Unterstützungsanlage, mit einem Ranger-Team, mit Geländefahrzeug. Okay. Und einem Helikopter-Einfangteam. Okay. How do I do this? Okay, ihr seht nur die unteren Menüpunkte nicht. Gebäude. Unterstützungsanlage. Let's build this. Strom. Ach ja. Wir machen ausgezeichnete Fortschritte. Ich erinnere, da war ja was. Als nächstes sollten wir einen Notfallgenerator errichten und dann dessen Strom in die Unterstützungsanlage einspeisen. Stelle sicher, dass das Gebäude mit dem Wegenetz verbunden ist, damit es auch einsatzfähig ist. Ah. Mit dem Wegenetz. Okay, das ist kein Weg. Weg muss hier raus sein. Interessant. Okay, ja. Das sind keine Wege. Die sind nicht nützlich. Claire, könnte schwer werden, den Saurier vom Boden aus zu finden. Und ungemütlich, wenn wir ihn tatsächlich auftreiben. Dann ist es sinnvoll, ein Einfangteam-Helikopter zu nehmen. Sie können das Tier aus der Luft betäuben. Also, ich habe doch gute Ideen. Bitte was? Hm. Ich muss jetzt fliegen? Ich will es eigentlich nicht fliegen. Finde und betäube folgende Spezies in der Umgebung. Den Baryonyx. Okay, lokalisiere Saurier mit Priorität in der Umgebung. Kompass am oberen Bildschirmrand. Nähere dich dem Saurier und wechsle mit R zum Zielmodus. Oh yeah, Mann. Los geht's, Leute. Boah, das ist so laut. Ah ja, ja. I can see him. Oh shit, Mann. Ich sperr mich da gleich an. Okay, meine... Hä, ist er das überhaupt? Ah. Okay. Schöner Schuss. Alter, wenn der dann auch noch so herumdödelt... Das ist eh schon schwer. Ja, hier ist Owen. Verstanden. Wir haben ihn erfolgreich eingefangen. Nein, ich habe ihn nur betäubt. Kein Zweifel. Wirklich? Vielleicht ein oder zwei. Und jetzt? Ja, besser als sonst. Das reicht mir. Also, wo schaffen wir den Saurier hin? Wir haben das Gehege. Jetzt fehlt nur noch die Lieferung. Aha. Ich das nicht immer? Warte, sag jetzt lieber nichts. Ah, hier, Transport. Ziel auswählen. Interessant. Und dann noch wohin? Ich meine, ich habe ihn jetzt platt gemacht. Wo seid ihr alle? Jetzt müsst ihr ihn ja noch wieder hierher bringen. Ist das? Ah, das ist dann das nächste Gehege, was wir fertig machen müssen. Oh, Zeitsteuerung. Mhm. Okay, das heißt, wir können jetzt ein bisschen aufs Gas drücken. John Hammond war nicht dafür, Saurier in freier Wildbahn leben zu lassen. Finde ich auch okay. Das bringt ganz neue Herausforderungen mit sich. Oh. Und vielleicht Chancen. Das schaut was süß aus eigentlich, wie er da hängt, aber opala, aber irgendwie auch so arm, ich weiß auch nicht, so... Vor allem, ich würde gerne wissen, wie das ausschaut, wenn mal so ein Brachiosaurus, wie sie irgendwie so ein fetter Saurier ausbricht. Und der dann von A nach B gebracht wird. Ah, Titel können wir noch anpassen. Safe. Das ist eine... Ah, okay. Ich erkenne diesen Saurier.
Passt, danke. Ich sehe schon, die Schlange gepasst worden. Wenn man einmal mit einem eingesperrt war. Wir konnten den Baryonyx damals nicht retten. Aber den hier bestimmt. Das leckt ganz schön bei euch. Oder? Es gibt nicht viel, das die Saurier hier fressen können. Wir brauchen eine Futterstation innerhalb dieses Geheges. Hungrige Saurier machen mich nervös. Ja, das geht mir auch Wie empfindet ihr das Bild? Ich schau mal kurz selbst. Ja, bei euch ist es nicht so... Das ist interessant, weil jetzt spiele ich das erste Mal ein Spiel, das auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Leistung braucht vom Rechner. Und deswegen ist das gut zu sehen. Jetzt wäre die Frage, ob es besser ist zu machen. Probieren wir das mal aus. So. Und wenn ich... Wenn ich jetzt direkt das Spiel nehme. Es ist nicht komplett. Jetzt habe ich überhaupt nicht... Platziere eine Futterstation für Fleischfresser. Sorge für... Eine Futterstation braucht er. Okay. Erfordert seichtes Wasser. Na dann, hier. Einmal Futterstation für unseren... Weil das ist das Einzige, ich kann gerade nur Fisch machen. Und jetzt wird er gleich fressen gehen. Hier ist alles bereit. Verstanden. Okay, wir müssen den Gesundheitszustand des Sauriers vollständig erfassen. Benutze ein Ranger-Team-Fahrzeug. Owen hilft dir dabei, die Daten des Tiers aufzunehmen. Dann können wir weiter planen. Oh ja. Brauchen wir das wirklich? Ein Plan? Ich meine, ich war immer eher der Typ, lernen durch Praxis. Lernen durch Praxis. Nun, wenn das nicht klappt, machen wir es auf deine Art. Sieht gut aus. Bei Klonk ist ein bisschen leggy. Klingt zumindest nach einem Plan. Ich finde, jetzt ist es besser, wenn ich direkt das Spiel quasi aufnehme. Ist es immer noch nicht so flüssig, wie es eigentlich sein sollte, aber wie gesagt, besser. So, Fernglas. Was muss ich nochmal klicken? Ah, Status prüfen. Wir können zwar nicht die Situation auf den Inseln replizieren, aber trotzdem müssen wir es den Sauriern hier in Arizona so komfortabel wie möglich machen. Sonnencreme und Drinks am Pool? Wie okay, was hat der? Fehlender Komfort, Gesundheit, es fehlt Fels. Okay, Claire, fügen wir den Gehegen das bevorzugte Terrain hinzu. Terrain. Besser? Okay. Strom, Wege, Umgebung. Er will einen Stein. So. Bist jetzt zufrieden mit Steinen? Fehlender Fels. Noch mehr Steine. Gibt es Wüstenbrocken? Gibt es noch was anderes außer Fels? Nö. Dann machen wir noch einen richtig großen Brocken rein. Wie schaut es jetzt aus? Geht das in die Höhe? Yeah. Schaut's, wie happy er ist. Aber für 95 braucht er Komfort. Ah, der ist 95. Na dann, dann machen wir natürlich noch einen Stein rein. So einen Winzi-Stein hier. Unserem Süßen. Na, du Süßi. Jetzt passt das aber, oder? Jetzt passt ihm alles. Wunderbar. Gut, jetzt. Ein Komfort von 95. Er hat 98. Ich habe noch 10 Sekunden Zeit. Ich finde, das habe ich komplett richtig gut gemacht. Er mag auch den Steinboden. Ah, mhm. Also ich hätte hier ausmalen können. Mit Schlamm oder Wir müssen Fels. Diese Saurier genauer überwachen. Dazu brauchen wir einen Ranger-Posten innerhalb des Geheges. Klingt verrückt, ich weiß. Aber das klappt. Vertrau mir. Ich weiß nicht. Ein Ranger-Posten. Okay.
Warte mal, wie kann ich denn das drehen? Y? Yeah. Und C? Nein, Y und X. Die Frage ist halt, wie stellen wir das am besten hin, dass halt alles, ist eh alles vom Gehege, oder? Ich kann es auch da hinstellen, eigentlich. Wenn ich es da hinstelle, dann ist u viel von außerhalb des Geheges, nämlich. Und so. Der Ranger-Posten. Ah, ich darf nicht spoilern. Weiß er das Ranger-Team an, hier zu patrouillieren? Kein Ranger-Team zugewiesen. Ah, ist es das, was Eichig gemeint hat mit das Zuweisen und sowas? Wo sind sie, die Rangers? Hier. Aufgabe hinzufügen. So. Jetzt sind die da aufgefordert, hier mal ab und an vorbeizuschauen. Ich erhalte Berichte über Saurier, die frei in der Anlage herumlaufen, Claire. Und ja, dass sie Produkte zu den Sauriern sagen, ist immer traurig. Sonst hätten sie nichts gelernt. Wütende Saurier laufen herum. Was ist da los? Sie sind nicht wütend. Sie handeln einfach instinktiv. Hi, Rit. Je bedrohter sie sich fühlen, umso feindseliger werden sie. Vor allem, wenn es um ihr Überleben geht. Es geht auch um unser Überleben. Ja, aber das wissen nur wir. Finde und betäube die folgende Spezies. Okay. Wir werden einen der Saurier vom Helikopter aus betäuben. Und ihn mit einem Transportteam zurück zur Einrichtung bringen. Gut, dann los. Okay, ich hole Triceratops. Hallo, habt keine Angst. Oh mein Gott, mir immer schlecht. Alter, das hat getroffen. Das ist einfach... Das war... Ja, Errungenschaft, das war Glück. Ich habe die Errungenschaft, das war Glück gerade freigeschaltet, ne? Weil anders ist das auch nicht zu erklären, wie jemals funktioniert hat gerade. Sehr gut, den haben wir auch. Ich will nicht wissen, wie viel das kostet, was ich da verballer an Betäubungs... Ah, komm, ein Stück zurück. Ein Stück zurück. Sehr gut. Der hat gar nicht mehr weglaufen können. Der war gleich tot. So, baue ein neues Gehege und transportiere die Spezies dorthin. Isoliere die folgende Spezies von anderen Sauriern. Baue mit dem Zahnwerkzeug ein Gehege. Okay, I can do this. Vor allem, warum baue ich nicht zuerst das Gehege? Und jetzt habe ich jetzt Zahn mit dem Zaunwerkzeug. Wieso? Torzäune. Wieso baue ich nicht eigentlich zuerst, ich weiß nicht mal, wie groß das jetzt sein soll. Haben wir einen Zaun gebaut. Zäune, Tor, kleiner elektrischer Zaun. Passt. Ist das jetzt auch schon gebaut? Nice. Okidoki. Dann ab mit meine Saurias. Warte, nein, das ist anders. Da muss ich hier. Oh, dass ich da jeden einzeln anklicken muss. Dachte ich gerade, da steht tot. Warum ist das versperrt? Ach, jetzt. Produkt wird eingesammelt. Verwirrt. Verwirrte Becky ist verwirrt. So.
Mixer da rein. Und den letzten natürlich auch noch. Wo ist denn der? Die schauen halt alle aus wie Büsche. Es tut mir leid. Ich kann sie kaum unterscheiden. Zahnwerkzeug. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich da... schon Zahn, Zaun. Ganz wie die Becky. Okay. Wo ist denn unser Ranger-Auto? Ich will es eigentlich nicht fahren. Kann ich nicht sagen. Aber gut. Dann fahre ich halt hin. Weil ich muss ja jetzt erstmal die Saurier beobachten. Und herausfinden, was die wollen, damit ich ihnen dann ein schönes Gehege bauen kann. Deswegen warte ich jetzt, bis die da angeflogen kommen. Da kommen sie! Schaut sie euch an. Foto machen. Ein Foto davon, wie sie da runterhängen. Das schaut so gut aus. Wie sie halt wirklich so leblos sind, ja? Was? Es gibt Punkte? Oh mein Gott, bitte nicht. Ja, auf geht's. Richtiges Kackfoto, erstmal 18.000 Dollar dafür bekommen. Ich wünschte, Social Media oder Influencer Marketing wäre auch so erstrebenswert. So, hallo. Check beendet. Ist einsam. Okay. Oh, jetzt legt er sich gleich wieder hin, hat keinen Bock. Transport abgeschlossen. Was habe ich da jetzt in der Hand? So eine Airgun. Eine Signalpistole, okay. Produkt wurde transportiert. Mhm. Gut. Dem Vieh fehlt was? Fehlender gemahlener Faser irgendwas. Fehlender gemahlener Faserstoff. Schauen wir mal, wo wir das kriegen. Schlammfels, Fels. Insgesamt würde ich sagen, dass sich die Situation verbessert. Ich bin zuversichtlich, dass wir das in den Griff bekommen. Aber ich mache mir auch Sorgen. Insbesondere um die Biodiversität. Doch jetzt sollten wir die Saurier erst einmal in Sicherheit bringen und zusätzliche Beobachtungsgalerien zur Überwachung der Tiere bauen. Okay, jetzt klären. Saurier der gleichen Art bilden ein Territorium um sich herum, während sie sich bewegen. Saurier beachten bei der Bestimmung ihrer Komfortstufe nur den Bereich innerhalb ihres Territoriums. Territorium, das nicht häufig besucht wird, schrumpft im Laufe der Zeit, um den neuesten Änderungen der Umgebung der Saurier zu entsprechen. Okay. Benötigt Statusprüfung. Ja, ist ja, ist ja, ist ja. Hakenwürmer. Wieso haben die alle irgendeine eine Krankheit? Aber gut. Eine Beobachtungsanlage. Ach du Schande. Ja, aber dann kann man sie gut anschauen. Dann können wir hier gleich den Weg weiterbauen. Weil wer braucht schon, dass es denen gut geht? Erstmal Weg gebaut. Okay, aber jetzt rein zurück in die Umgebung. Irgendeinen Stein, aber kann ich hier noch mehr wählen? Ich kann nur Sand, Schlamm, Fels, Sand, Schlamm, Fels. Und das, was der da wollte an Gras, was für ein gemahlener Faserstoff. Das sehe ich hier nirgends. Entweder bin ich dumm, Kletterpflanzen. Ah, gemahlener Faserstoff, doch, das steht da hier unten. Nehm alles zurück. So. Wie schaut es jetzt aus? Fehlendes Wasser. Wasser brauchen sie, okay. Dann machen wir ihnen hier so eine Tränke. Genau vor dem das Wasserloch quasi, damit die Leute da drauf schauen können. Was ist das nächste? Ist zufrieden. Okay, ich hoffe einfach, dass die anderen dann auch zufrieden sind. Geht dieser Ranger-Dingens auch noch darüber? Na, nicht ganz.
Sorge dafür, dass die einen Komfort von 95 haben. Ja, ich weiß halt nicht, was die anderen Dinger haben, deswegen. Aber der fährt eh gleich nochmal rüber. Ich kann sagen, Aufgabe hinzufügen. Hier. Statusprüfung dabei. Da so viele Tiere frei herumlaufen, müssen wir so viele wie möglich einfangen. Wir können unsere Bemühungen von einem Expeditionszentrum aus koordinieren. Ein Expeditions- Lass uns eins bauen. Es ist auf jeden Fall ganz anders als jetzt noch hier der erste Teil, ja, wo es wirklich darum ging, so Jurassic World aufzubauen. Und jetzt bist du halt irgendwie so ein bisschen, wisst ihr? Also nicht auf der Insel, sondern halt so quasi in der richtigen Welt. Und die Aufgaben sind jetzt irgendwie ganz, ganz andere. Das finde ich cool. Also es ist dasselbe Spielprinzip, aber trotzdem was anderes. Und das finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen, ja. Von Rupin, Hallöchen. Hi. Habt ihr denn schon Jurassic World Evolution 2 selbst gespielt oder bei irgendjemandem zugesehen? Wie gefällt es denn euch im Vergleich zum ersten Teil? Oh, schau, wie das Wasser stampft. Ursüß. Lauter Zeras. Aber zu ein bisschen Hilfe sage ich nicht nein. Claire meinte, es gäbe da ein paar Kandidaten. Wissenschaftler. Hoffentlich ist da einer, der so hart im Nehmen ist wie ich. Wissenschaftler sind wichtige Angestellte, die Spezialaufgaben übernehmen. Okay. Logistik, Genetik und Wohlbefinden. Jede Aufgabe hat eine Reihe von Fähigkeitsvoraussetzungen, welche die Zukunftswissenschaft erfüllen müssen. Das Überschreiten einer speziellen Fähigkeitsvoraussetzung verringert die Dauer der Aufgabe. Okay, dann ab ins Kontrollen. Nein, das ist das Expeditionszentrum. Ich muss im hier machen. Nein, auch nicht. Doch. Datenbank. Nee. Ey, wie cool. Wissenschaftler. Neuen hinzufügen. Die Trinity. Nehmen wir die nicht ganz so teure Frau. Billigere Forschung. Senkt die Kosten für Forschung. Ja, auf geht's. Was kostet die Welt? Weise der Lebendfang-Expedition einen Wissenschaftler zu. Dies ist unsere erste Gelegenheit für einen Lebendfang. Das müssen wir sehen. Weise dem Wissenschaftler, den du gerade eingestellt hast, diese Aufgabe zu. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Wissenschaftler ist. Du bist noch stumm geschaltet. Entschuldigung. Ja, gute Idee. Was haben wir zu verlieren? Naja, außer einem neuen Rekruten. Das erinnert mich so stark an... Beim letzten Mal haben wir das ja auch machen müssen. Da haben wir nicht die Saurier eingefangen, sondern da haben wir ja nach den Knochen geforscht und sowas. Ja. Wie eine Art Willkommen zu Hause. Zugeschaut, aber mehr so ein Highlight-Zusammenschnitt, also kein richtiges Gameplay, wenn man nicht alles mitbekommt. Zugesehen, ja, selber gespielt, nein, weil mir die Maps zu klein sind. Die Maps zu klein, I see. Okay. Oh, ich könnte eigentlich den ganzen Tag nur den Sauriern zuschauen. Aber wisst ihr, was wir dann eigentlich wieder machen könnten? Dass sie wieder Namen von den Subs bekommen oder sowas. Das wäre wieder lustig. Oha, wie er einfach mal durch den Stein geht. Er ist so hart, er geht durch den Stein. Warte, bis die Lebendfang-Expedition abgeschlossen ist. Okay, da kann man wieder ein bisschen vorspulen. Von was ist das hier jetzt? Ist das jetzt ein Park oder ist das jetzt kein Park? Wir fangen die jetzt schon wieder ein. Aber, well. Vier Stegosaurusse gefunden. Stegosaurin, nicht Saurusse. Ein anonymer Geschenkegeber schenkt Emma ein Abo hier. Vielen, vielen Dank. Großes Herz und ein Sushi-Kuss geht raus für den Support. Und Emma, viel Spaß mit den Sushi-Modes. Der Stein ist hart, aber der Baryonyx ist härter. Subsons sehr leise. Subsons ist eine gute Frage. Was ist der Subsound? Einen Moment kurz nochmal.
Der ist das Routing. Subsound ist OBS. Und OBS habe ich drinnen als... Entschuldigung, ich bin noch nicht ganz so affin mit dem Chat. Ist das okay? Das heißt, Chat muss hoch. Aber wo mache ich Chat hoch? Ich habe Chat nicht hier. Aber ich habe am Sound nichts verändert. Ich mache da ganz kurz eine Pause. Aber das ist gut, dass du sagst. Ja, dann schraube ich das einfach ein bisschen hoch. Im GoXLR an sich. Passt. Okay, was muss ich jetzt machen? Warte auf die Lieferung. Okay. Ach so, jetzt habe ich die hier einfach reingemacht. Produkt transportiert. Transport im Gange. Produkttransport wird durchgeführt. Einen Ranger-Posten nochmal. Oder bei den Sauriern dann. Ich weiß nicht genau, was isoliere folgende Spezies heißt. Produkttransport beendet. Heißt, ich muss ein eigenes Gehege für die Stegos machen. Scheiße, boxen die sich jetzt. Seid lieb zueinander! Lieb sein! Oh, super. Ja, jetzt gibt's Fight. Ich hätte erst bauen sollen und dann... Well, aber es wäre nicht spannend. Es wäre nicht ein Badgy-Moment, wenn ich hier jetzt einfach gebaut hätte. You know? So, wo geht denn hier... Ich würde auch mal gern sehen, wo die Karte... Ich meine, das ist halt... Ah, okay, hier kann ich noch. Also ich hoffe, dass jetzt halt... nicht noch ein Saurier hier gebaut werden muss. Scheiße, weil jetzt ist das doof. Oh, ist jetzt irgendeiner tot? Ist aber noch keiner tot. Ja, okay. Ihr mögt euch nicht. Wieso? Ihr seid alle Pflanzenfresser, Mann. Wie kann ich die jetzt schnellstmöglich transportieren? Harmlos. Doch niemanden getötet. Gott sei Dank. In ein neues, sicheres Gehege. Stegosaurus. Ja, toll. Dann Flugzeug. Aufgabe hinzufügen. Hier betäuben. Den Stegi und den Stegi. Auf geht's. You can do this. Achso. Jetzt mal hier alle betäuben. Nur hoffen, dass die nicht von den Triceratops währenddessen platt gemacht werden. Ich sehe nur, ich brauche auf jeden Fall noch ein weiteres Stromdingi. Sonst ist hier nichts mit Stromi. Machen wir das gleich hier hin. Wobei, ich glaube, es war ja irgendwie so ein Abzug, wenn der Strom zu nah am Besuchersachen dran ist, oder? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau. So. Und jetzt bitte die Stegis transportieren. Habe ich das jetzt auch mal gemacht? Hä? Bin ich jetzt komplett dumm? Oder habe ich das auch mit dem Hubschrauber gemacht? Nö. Nein, unten, hoppala, sorry, da war das ja. Stegi, da rein. Anderer Stegi, auch da rein. Anderer Stegi, auch da rein. Und anderer Stegi, auch da rein. So, jetzt sind die Stegis mal alle da drinnen. Dann muss ich noch ein Tor hier hinbauen, fällt mir gerade auf. Und auf dieser Seite können wir auch wieder so ein, nein, nicht Schutzraum, sondern so ein Schauding bauen. Weil, boah, dann sehen die halt wirklich übers komplette Gehege. Das wird denen schon sehr gefallen. Dann machen wir hier weiter.
Das ist hässlich geworden. Egal. Und dann müssen die Rangers wieder kommen. Und die Rangers dürfen dann... auf jeden Fall... wie so... alle vier gleichzeitig. Kann mal jemand subben, damit wir hören können? Ja. Bitte. Nur bei absoluter Ruhe und gutem Gehör, weil ich höre ihn eigentlich ganz normal. Aber ja, bitte, es kann gerne mal jemand subben, wenn er möchte, für Soundcheck. Check, 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 Soundcheck. So, jetzt habe ich wieder nicht geschaut, die Rangers hier Aufgabe hinzufügen. Mal alle vier anschauen. Dann mache ich da auch noch eine. Okay. Wer beobachtet wen? Ich verstehe nicht, Owen. Na, die Saurier beobachten doch sonst immer uns. Also sollten wir nicht sie beobachten? Ja, sollten wir. Sobald die Saurier in ihren Gehegen untergebracht sind, sollten wir Beobachtungsgalerien errichten. Das meinte ich. Aber du hast es gesagt. Beobachtungsgalerien. Okay. Und dann können wir den Rangern auch noch... kann ich zwei Posten hinzufügen? Nice. Nein, aber zuerst... hier noch Cookie. Zuerst machst du noch Lucky Lucky. Apropos Lucky Lucky, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Wir haben kein Nahrungsding gemacht für die... ah, nein, die fressen einfach nur Gras, das passt ja schon. Aber kriegen die nicht nochmal so Gras? Sondern brauchen die nicht auch irgendwie Futter? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie das war. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. So, Stegi, was ist los? Was magst du? Gemahlene Frucht. Okay. Das kann ich dir bestimmt geben. Gemahlener Faserstoff, große Frucht, gemahlene Frucht. Na, schau an. Schau, wie schön. Ich bin kein... so, ein bisschen Wasser. Machen wir da wieder... direkt vor das Wasserloch davor. Damit die Leute wieder was zum Schauen haben. Und ihr könnt euch maximal so 5 Meter bewegen. Fehlender Faserstoff. Aber war das nicht eh bei dem einen Baum mit dabei auch? Gemahlene Nuss, großes Blatt. Gemahlener Faserstoff. Palmen. Und ein bisschen Palmen hier. Palmen! Fahrzeug gefährdet. Ja. Hä? Why though? Was machen die denn da auch? What the fuck? Man macht keinen Scheiß. In Gefahr. Ja. Sheesh, da schaut es, hat er sich gleich die Türen geschnappt. Anscheinend vielleicht doch besser, wenn die Ranger-Posten nicht unbedingt mittendrin sind, ja. So, Zufriedenheit steigt, Zufriedenheit steigt. Passt. Das muss jetzt 30 Sekunden gehalten werden oder eine Minute gehalten werden. Und dann hätten wir das auch geschafft. Me gusta. Was ist das hier? Was zeigt das an? Kein... weiß nicht, was das Zeichen bedeutet. Treibstoff. Wir haben nicht mehr viel Treibstoff. Owen. Wir haben ein Problem. Oh. Ich gebe mir Mühe, Claire. Aber so bin ich nun mal. Nicht du. Ach so, die Saurier. Erzähl mir etwas Neues. Okay, wie wäre es damit? Ein riesiger Sandsturm bewegt sich auf uns zu und könnte die Einrichtung auslöschen. Ohne Sturm auslöschen. Wäre die Sicherheit der Saurier ernsthaft gefährdet. Okay, hör mir zu, Claire. Wir schaffen das. Habe ich dich jemals im Stich gelassen? Eigentlich
Nein. Und das wird auch so bleiben. Wir werden alles tun, was wir können. Wir haben Schlimmeres überstanden. Was ist schon ein bisschen Sand? Ah, Wildbereich. Und hier ist der Bereich. Ah, das ist aber ziemlich cool. Wo kommt der Sturm? Ja, und jetzt? Bam, wie sich die Palmen biegen. Oder sie wollen es zumindest, wie sie babbeln. Ich bin die Palme. Da. Nein! Natürlich ist dieser Zorndefekt. Als ob! Die aktuelle Lage sehr beunruhigt. So gern ich auch helfen würde, ich bin ein wenig eingespannt. Also wer wird die Saurier beschützen? Und unser Personal? Ja, natürlich. Das versteht sich von selbst. Ach Gott. Ich erwähne es trotzdem. Es wäre einfach nur eine Tragödie, diese Tiere wieder zu verlieren. Und mit Tragödie meine ich einen großen finanziellen Verlust. Und natürlich eine Blamage für die Verantwortlichen. Menschen wie Sie? Nun, eigentlich genau ich. Wie vermeiden wir das also? Schritt 1, die Nachzügler einsammeln und alle Saurier wieder in ihre Gehege bringen. Dann können wir an unserer Sicherheitsbewertung arbeiten. Alles klar? Ja, den Plan kann ich befürworten und später die Lorbeeren dafür ernten. Oh, Sandsturm im Gange, gut. Also natürlich war es klar, dass der Fleischfresser Saurier wieder ausbricht, aber Betschi hat alles im Griff, also hat er sich einfach keinen Wack snacken können. Öffne deine Schutzräume bei gefährlichen Stürmen und Saurierausbrüchen, um einen Rückgang deiner Sicherheitsbewertung zu vermeiden. Betäube die wütenden Saurier schnell mit dem Zielmodus oder der Zielerfassung. Transportiere Saurier zurück in ihr Gehege. Tobende Saurier können Teile deines Gehegezauns beschädigen oder zerstören und eine offene Bresche hinterlassen. Wähle mit R eine Unterstützungsanlage aus und nutze ein Ranger-Team, um manuell Reparaturen zu beginnen oder weise ihnen Reparaturaufgaben zu. Ja, ich habe jetzt einfach einen neuen Zaun gebaut. Aber wir können ihnen jetzt noch ein... Wo war denn das? Oh nein, das war nicht das. Wo war der Schutzraum? Ich habe den doch schon gesehen. Anlagen. Schutzraum. Hier. Ich meine, der Sandsturm ist in 2 Sekunden wieder zu Ende. Brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr öffnen. Also bis der fertig gebaut ist, ist der Sturm vorbei. Aber muss man deswegen gleich wütend sein? Sorry aus. Nur weil ein bisschen ein Wind geht. Oh Gott, ich sehe schon, dieses Spiel wird einfach nur daraus bestehen, dass ich ständig irgendwelche Saurier wieder betäube und in ihre Gehege bringe. Ja, sie können sie reparieren, aber ich habe ihn jetzt einfach neu gemacht, den Zaun. Weil ich ungeduldig war. Also wir haben kein Öl, kein Treibstoff. Genau, ich wollte gerade sagen, Treibstoff und Nahrung. Stromgeneratoren verbrauchen im Laufe der Zeit Treibstoff, je nachdem, wie viel Strom sie erzeugen. Ranger-Teams, Einfangteams und MVU verbrauchen Treibstoff. Mhm. Nahrung und Treibstoff kannst du bei Bedarf über den Gebäude-Infobildschirm nachfüllen. Notfallgeneratoren sorgen, wenn nötig, für Strom in einem Bereich um sie herum. Notfallgeneratoren verbrauchen Treibstoff, während sie für Strom sorgen, also nutze sie mit Bedacht. Platziere Notfallgeneratoren, um wichtige Einrichtungen zu versorgen. Lass sie immer gut gefüllt, damit sie anspringen können, wenn der Strom ausfällt. Okay, auffüllen. Scheiß drauf, was kostet die Welt? Okay, also es ist ein bisschen mehr Micromanagement, was jetzt auch noch dazu kommt. Weil ich meine mich zu erinnern, dass das nicht das Problem war im anderen Jurassic World. Sorge dafür, dass die Saurier im Gehege sind. Wo sind Zäune beschädigt? Zeigt es mir. Ich glaube, das passt alles. Können wir ein bisschen vorspulen? Vergeht da die Zeit, oder?
Nö, irgendein Saurier ist anscheinend nicht im Gehege. Eins, zwei. Was ist das? Benötigt eine Statusprüfung. Ach, der ist krank, okay. Ranger-Team, Aufgabe hinzufügen, den anschauen. Doch, da fehlt. Nein, die waren nur zu dritt. Die Tritzers, die waren zu dritt. Die waren zu viert. Warte mal, wo konnte ich mir das nochmal anzeigen lassen? Bin ich mit Map? Also da steht auch, dass alles passt von den Zäunen her. Weil da steht doch, alle Saurier reparieren die Säure, betäube wild gewonnene Saurier, bevor du sie in ihre Gehege zurückbringst. Haben wir gemacht. Ah ja, jetzt sind alle wieder da, anscheinend. Jetzt wurde das getriggert. Dann können wir es mal vorspulen. Aber schauen wir trotzdem, was unserem Saurier. Der hat die Würmer, oder? Das war irgendwas mit den Würmern. Oh, jetzt hat er eh nichts mehr. Jetzt geht's ihm wieder gut, ja? Wollt ihr nur einen auf Drama Queen machen? Ein Wahnsinn. Oh mein Gott, wir haben die erste Mission abgeschlossen. Easy. Becky snobbt. Next Top Dino. Sorry, ich habe heute leider keinen Besucher für dich. Ja, für den hatten wir auf jeden Fall keinen. That's true. Arizona war sicher. Die Saurier waren sicher. Finch und die Naturschutzbehörde hatten alles, um die Bürokraten fernzuhalten. Für den Moment. Aber die Zukunft war etwas ganz anderes. Washington ist das nächste. Vor kurzem haben die Behörden einen Ring von Saurier-Wilderern zerschlagen. Nach einem Unfall im Lager sind die Saurier freigekommen und machen nun die Gegend unsicher. Das schaut mir nach Carnotaurus aus. Oh, Indominus wurde nicht gezüchtet. Er wurde designt. Da unten sind Filmzitate. Werden eingeblendet. Dankeschön für das GG. Nelo, hi! Ich verfüttere noch keine Subs von Saurier, aber Subs können Saurier werden. Unsere kanadischen Freunde sind besorgt, dass einige der Tiere die Grenze überqueren könnten. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Wir, das ist die CIA. Meine Sektion ist die AGA, die Abteilung für gefährliche Arten. Ich bin Dr. Dua. Ich verfüge über umfangreiches Wissen in Paläoforschung auf genau diesem Gebiet. Bei Jurassic World und an anderen Orten, über die ich leider nicht sprechen darf. Aha. Aber ich kenne sehr viele von den Leuten, die hier arbeiten. Ein wilderer Lager. Oder was davon übrig ist. Amateure. Sie haben es nur geschafft, dass sie selbst und andere umgebracht wurden. Und unsere Arbeit noch viel schwieriger gemacht. Oha, das schaut echt ein bisschen dramatisch aus, dieses Lager. Betäube den wild gewordenen Carnotaurus. Immer noch unruhig, Dr. Dua. Sie zu betäuben scheint zu diesem Zeitpunkt die beste Option zu sein. Okay. Okay, so schnell und so sicher wie möglich. Okay, aber das schauen wir uns in einem nächsten Stream sehr, sehr gerne an, falls ihr nochmal Bock auf Jurassic World habt oder ich mal wieder Bock auf Jurassic World und Stream bekomme.